Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Jack und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, und heute gibt es wieder Teams zu werten, natürlich mit Osan. Ja, Freunde, und heute haben wir 4 Teams am Start, aber bevor wir natürlich anfangen, Freunde, muss ich was sagen. Und zwar, ja, Glückwunsch, Osan. Ja. Danke, Bruder. Also an Galatasaray-Fans, wirklich Glückwunsch. Glückwunsch an alle Galatasaray-Fans da draußen, Dicker. Ja. Danke, dass du auch... Genau, es ist halt normal, ne? Herzlich, ich bin immer auch neutral, auch im Stream und so weiter. Ich bin ehrlich immer neutral, aber du weißt, ich bin richtig fanatisch Fenerbahce-Fan. Ja, klar. Aber, wie gesagt, ja, Glückwunsch. Bruder, einer muss ja gewinnen, Dicker. Einer muss ja gewinnen. Genau. Das dieses Jahr haben wir gewonnen, vielleicht gewinnt ihr nächstes Jahr. Aber ich muss noch was sagen, ja, Fenerbahce Basketballmannschaft, die spielen um 20 Uhr. Vielleicht werden die gewinnen und ich drück die Daumen, Dicker. Ich hoffe, die packen das. Hoffe ich. Ey, das ist ehrlich, oder? So ein Kopf und Herz, oder? Klar, Dicker. Okay. Also, ja, 4 Teams Ostern heute, nicht 3. Wenn ihr mitmachen wollt, einfach auf Instagram folgen. Ich blende es nochmal ein, also Ostern und Seko einfach mal folgen. Und heute gibt es auch einen Livestream ab 22.30 Uhr, so bis 2.30 Uhr werden Packs ziehen, auch ein bisschen Wicked Nick spielen. Osan ist bestimmt auch dabei. Nein. Also, wir gehen mal rein. Wie gesagt, 4 Teams. Ich habe jetzt 10-mal 4 Teams gesagt und wir gehen mal rein. Und im Tor haben wir hier 91er De Gea, rechts Frisiaco, in der Mitte Desai, Piqué und Roberto Carlos. In der Mitte Fabinho, Hulit, Griezmann, rechts Bale, links Neymar und vorne Del Piero. Kommt von Supi 7-13. Ich hoffe, ich habe das richtig gesehen. Sufi, glaube ich. Sufi. Er schreibt 35k Budget, Piqué und Desai untradable. Ja. Nice, hat... Bruder, nice. Genau. Also, wenn ich so auf den ersten Blick gucke, Digga, das Team sieht nice aus. Ja. Wir haben 2 Verbesserungen gemacht, ne, Seko? Genau. Also, wir haben Abwehr komplett so gelassen. Torwart haben wir so gelassen. Fabinho haben wir gelassen. Hulit haben wir gelassen. Genau. Also. Wir gehen davon aus, weil du nichts geschrieben hast, dass du auch so spielst im Game. Ja. Weil hättest du geschrieben, ja, ich stelle auf 4-1-2-1 oder sowas, genau. Dann haben wir gedacht, okay, er macht anders, aber hat er nicht geschrieben, deswegen denken wir, er spielt auch so. Also Griezmann auf ZM finde ich eine schlechte Alternative, Seko. Ja. Bessere Alternative ist innen von Paulinho. Ja, würde ich auch. Viel bessere Allrounder-Werte, auch für ZM besser geeignet, wie ich finde, Seko. Bale haben wir eh gelassen, Digga, ist eh eine kranke Maschine dieses Jahr. Links ebenso, Digga, Neymar. Mit Baby Del Piero habe ich meine... Verzweiflung? Ja, es ist erst nicht der beste Stürmer, Digga. Ja. Also als Zehner keine Frage, sehr, sehr guter Spieler. Aber Sturm muss ein bisschen Körper haben, er muss ein bisschen was drauf haben. Deswegen würde ich Kluivert 91er zu packen. Genau. Also wir haben überlegt, Bergkamp 90 oder Kluivert 91. Ja. Das kannst du natürlich entscheiden, aber wir haben zwischen den beiden. Genau, wir haben 91er Kluivert genommen. Ansonsten, Digga, ganz starkes Team, Mann. Genau, was sagt ihr? Schreibt das einfach unten in den Kommentaren. Und wir machen direkt auch weiter mit zweites Team. Aber ich muss noch was sagen. Deine Stimme ist irgendwie heute weg. Ich glaube, der Typ hat richtig gefeiert. Ja, wir machen weiter mit zweites Team hier. So, Freunde, zweites Team hier am Start. Ja, wir gehen mal sofort hier rein. Im Tor haben wir 89er, Ter Stegen rechts, Valencia in der Mitte, Bailey, Umtiti und Alba rechts, in der Mitte dann Jesus, Bakayoko, De Bruyne rechts, Willian links, Son und vorne Firmino haben wir hier am Start und kommt von Aziz 1903, U91. Dankeschön, Bro. Und er hat auch geschrieben, Servus Jungs, das hier ist mein Team. Son und Firmino sind untauschbar. Budget habe ich leider 30k. Könnt ihr mich grüßen? Grüße gehen hier raus, mein Freund. Erst und Grüße an Aziz. Ja, Osan, let's go. Was haben wir uns überlegt, Digga? Also wir haben Testing rausgenommen, David De Gea reingemacht. Genau, mit der 90er David De Gea. 90er reingemacht. Also wir haben komplett die linke Seite aufgelöst, dieses linke Dreieck. Weil ja. Jesus als ZM... Aber uns ist noch was aufgefallen und zwar Bailey. Bailey hat, genau. Bailey spielt halt 6er Chemie. Ne, das geht nicht, mein Freund. Also deshalb haben wir David De Gea genommen. Ja. Umtiti raus, haben wir Koscielny genommen. Ja. Sehr ebenwürdige Spieler. Das sind nicht die besten Innenverteidiger, aber aufgrund des Budgets, Digga, kann man da nicht viel machen. Deswegen haben wir Koscielny genommen. Links anstatt Alba haben wir Segler in Form genommen. Genau. Anstatt Jesus haben wir Dele Alli genommen. Und den Rest haben wir so gelassen, Bruder. Alle auf 10 Chemie. Ich finde, es ist ein gutes Upgrade. Ja. Kleines, aber gutes Upgrade, wie ich finde. Ist jetzt nicht so, boah, 1000 Mal besser als vorher, aber ist trotzdem gut. Und auf Instagram und unten in den Kommentaren habt ihr auch geschrieben, ey, Seko Osan, mach doch mal noch was mit so kleinen Budgets. Genau. Ihr nehmt immer so 750k, 1 Million oder darüber. Ja, jetzt haben wir auch ein bisschen kleine Budgets genommen. Aber das ist auch das Problem, wenn man kleine Budgets nimmt, dann kann man auch nicht so viel verbessern. Aber wir geben uns Mühe, wie gesagt, Koscielny, Segler, Dele Alli und im Tor der Real 90er. Ich finde es auf jeden Fall viel, viel besser jetzt. Ja.
Und ja, unten in den Kommentaren könnt ihr gerne auch mal schreiben, eure so Feedbacks geben natürlich. Und ja, wir machen weiter mit 3. So Freunde, drittes Team hier am Start, kommt von Murat, 38. 385i, Digga, kennst du nicht? 385i, Digga. Nemo. Also wir gehen mal rein, im Tor der Begovic, rechts Walker Tots, in der Mitte Bailey, Koscielny und Kurzawa, dein Mann. Und in der Mitte Ben Arfa, Benjeda, Bakayoko, rechts Alessandrini, links Martial und vorne Griezmann. Wie gesagt, kommt von Murat, 385i. Viele französische Spieler, Bruder. Und er hat auch geschrieben, Walker ist untradable, hab noch 40k. Genau. Was direkt auffällt, er hat viele französische Spieler benutzt hier. Was auffällt, ist Kurzawa, mein Freund. Kurzawa sowieso, Digga. Aber keine SPC leider. Ja, Kurzawa sowieso. Also er hat viele französische Spieler gewählt. Torwart haben wir so gelassen, Bruder. Ja. Rechts Kyle Walker sowieso. Klar. Bailly sowieso. Ja. Koscielny haben wir auch so gelassen. So, anstatt Kurzawa, schweren Herzens, haben wir Rose genommen. Anstatt Ben Arfa haben wir Kanté 87er genommen. Ben Nida war ein interessanter Spieler auf ZM, also er hat sehr, sehr gute Werte, außer er ist Defensivwerte, ja. Aber so als offensiver ZM ist er eine sehr, sehr gute Alternative, hat mir sehr gefallen hier. Bakayoko haben wir auch gelassen, ja. Alessandrini auch gelassen, Griezmann haben wir auch gelassen, Seko. Ja. Links haben wir statt den 82er Martial den 83er genommen. Genau. Wir hatten noch ein bisschen, genau, wir hatten halt noch ein bisschen Budget. Genau, auch ein kleines Upgrade hier gemacht. Ansonsten, Digga, ich finde das Team jetzt viel besser als vorher. Ja. Auch hier hatten wir nur 40k zur Verfügung, ist jetzt nicht die Welt, aber auch damit kann man ein bisschen arbeiten, haben wir versucht. Das ist gut, Seko, oder? Ja, also Kanté ist auf jeden Fall besser als Bernardo, finde ich. Ja, viel besser. Genau, und ja, mir gefällt's. Mir auch, Dicker. Ja, und dir? Du kannst gerne mal unten in den Kommentaren natürlich auch schreiben. Und ja, wir machen weiter. Letztes Team für heute. Und ja, let's go. Let's go, Digga. Let's go. So, Freunde, letztes Team für heute kommt von Mergim. Und ja, die ersten drei Teams. Ja, wir hatten da halt sehr, sehr wenig Budget, Osan. Aber der Mergim. Der ist reich. Der ist reich, Bruder. Der hat Kohle, Digga. Der hat noch 250k zur Verfügung. Hammer. Und auch krasses Team. Wir gehen mal sofort rein. Im Tor hat er 89, Tastegen, rechts Juan Fran. In der Mitte Tots, Piqué, Asby und Inform Monreal. In der Mitte Milner, Delaney, Kroos, Bale hat er auf der rechten Seite und links Mané und vorne 87er Firmino. Also auf jeden Fall sieht richtig nice aus. Und er hat auch geschrieben, Ali, Kroos, Asby, Piqué und Toshba. Ja, aber wir haben noch ein paar Sachen hier trotzdem verändert. So, also, Osan meinte sofort zu mir, ey, Ter Stegen muss Oder sofort da weg. Ter Stegen ist ein schlechter Spieler, Digga, wie ich finde. Ja. Aber dieses Jahr, also seine ganz normale Karte war viel besser als seine Totskan und seine Special-Karte. Genau. Deswegen haben wir uns überlegt, Ter Stegen raus und Couture 94er rein. Digga, ja. Couture habe ich mal gespielt dieses Jahr, auch bei Footroff vorgestern oder sowas. Habe ich ja. Einfach mal auf Lust gespielt. Digga, das ist krass. Ja. Das ist unnormal krass, Digga. So, Piqué haben wir gelassen, Juan Fran haben wir gelassen, Aspi haben wir gelassen. Sehr cool. Ja. Monreal kann man jetzt wegnehmen. Also vorher hat er ihn gespielt aufgrund der Chemie wegen Aspi und sowas. Ja. Aber da wir jetzt im Tor einen Premier League Torwart haben, kann man jetzt Robertson nehmen, Digga, von Liverpool. Viel, viel geilere Werte als Monreal, Bruder. Milner bleibt. Sehr, sehr starke Werte als ZM. Obwohl sein Tempo jetzt nicht so krass ist, Bruder. Ja. Trotzdem, Digga, guck mal, 83 Dribbling, 82 Treff, 83 Digga und so weiter. Das ist krass einfach. Ja. Der Ellie gelassen, Kroos gelassen, vorne auch alles so gelassen. Ja. Viel besser als vorher, Digga. Ja, er hat schon ein krasses Team, aber da wir jetzt Ter Stegen rausgenommen haben und Courtois da halt reingepackt haben, und dann auf der linken Seite Robertson. Sieht auf jeden Fall besser aus, finde ich. Wir haben das Budget voll ausgeschöpft, Digga. Ja. Also ich hoffe, du bist auch zufrieden, Mergim. Und ja, wenn ihr mitmachen wollt, wie gesagt, auf Instagram folgen. Jeden Sonntag kommt dann Teams bewerten. Ja, willst du noch was sagen? Nein, Bruder. Du? Also, was ich noch sagen kann, wie gesagt, Glückwunsch, Osan und an Galatasaray-Fans. Danke, Bruder. Danke. Und ja, heute spielt Fener Basketball-Team, falls ihr so interessiert seid, ne, so viel Basketball. Und dann Livestream heute noch, Digga. Genau. Und Livestream ab 22.30 Uhr. Seid dabei, wir werden Packs ziehen, wir werden ein bisschen spielen, reden, quatschen. Könnt ihr ein bisschen FIFA lernen von Seko, Digga. So sieht's aus. Also, wir sehen uns dann heute Abend gegen 22.30 Uhr und ja, bis zum nächsten Mal und. Are you listening? Damn. Yeah.